Die Unsicherheit ist das zentrale Problem. Deshalb demonstrieren wir hier. Die Sache mit den vermissten Studenten ist eine Konsequenz der Sicherheitslage, die wir hier im Bundesstaat Guerrero ertragen müssen. Es ist dieser Mangel an Sicherheit über eine lange Zeit. In Wahrheit leben wir in einem gesetzlosen Raum. Marco Antonio Palacios ist einer von tausenden Mexikanern, die am Donnerstag erneut gegen die Regierung, gegen Korruption und für mehr Sicherheit demonstriert haben. Viele Protestmärsche in mehreren Bundesstaaten verliefen friedlich. In Mexiko-Stadt vor dem Nationalpalast gab es dagegen am Abend schwere Zusammenstöße mit der Polizei. Mit Transparenten und Sprechchören hatten die Demonstranten an das Verschwinden von 43 Studenten in der Stadt Iguala erinnert, den Auslöser der Proteste. Die Studenten wurden offenbar von Mitgliedern der Drogenbande Guerreros Unidos ermordet. Die Demonstranten sind der Meinung, dass zu wenig für die vollständige Aufklärung des Falls getan wird. Ich sehe es so, die Regierung ist verfault. Durch die Korruption, die Ungerechtigkeiten, die Wirtschaftsinteressen, die Allianzen mit den Drogenschmugglern. In Mexiko gelten 20.000 Menschen als vermisst. Dafür machen die Demonstranten nun auch den höchsten Politiker des Landes verantwortlich. Sie forderten Staatspräsident Peña Nieto zum Rücktritt auf.